Ja, hallo meine Lieben. Eigentlich hatte ich vor, heute gar kein Video zu machen, aber nachdem die Schwiegereltern jetzt nebenan Reis bekommen haben, die müssen noch viele Grundstücke haben bei der Menge an Reis. Das sieht immer so wenig aus. Ach, ich bin fix und alle. Der Reis ist natürlich vom Auto auf eine Stelle abgelagert worden. Und dann muss er fein verteilt werden. Zuerst habe ich geholfen, das Netz ausbreiten. Ich sage erstmal Prost. Ich kann nicht mehr. Ich gehe aber mit euch gleich mal rüber. Ja, schaut mir beim Trinken zu. Wir haben Nachmittag 15 Uhr. Ich habe geholfen, aber meine Pumpe macht da nicht mehr mit. Meine Tabletten halten den Blutdruck runter, die anderen halten ihn ruhig. Ach, alles scheiße. Naja, jedenfalls. Und ich bin ein Büromensch. Ich habe jetzt eine Zeit lang geholfen und dann hat Schwiegermutter schon gesehen. Und sie sagte dann, ich soll aufhören. Wäre genug. Ja, schade, ich hätte gerne bis zum Schluss geholfen. Es hat mir Spaß gemacht zu helfen, etwas zu tun, etwas beizutragen. Ja, aber leider nein. Ich hole euch jetzt mal mit rüber und da könnt ihr euch das mal anschauen. Ich bin fix und alle. Ja, ich habe natürlich heute auch was getan. Ich habe die Wasserversorgung hier verlegt. Ja, der letzte, da kommt noch nichts, da ist der Druck noch zu wenig, aber das werden wir noch hinbekommen. Da unten seht ihr die Wasserbüffel, die werden wieder auf die Felder getrieben. Ja, und dann gehen wir mal rüber schauen. Mein Mann ist ins Dorf gefahren, der ist sich am Vorbereiten für Freitag. Nee, Samstag, da fliegen wir ja nach Nann in das schöne Städtchen im Norden. In die Berge. Ja, die beiden sind hier weiter am Verteilen. Hier, das bisschen, das sieht nicht viel aus. Das war so ein Hügel wie hier vorne. Ja, und mit den Eimern da hin und her schleppen, das macht schon was. Ich glaube, ich werde mal wieder mit anpacken. Mein Herz hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Das ist wirklich sehr schwer und ja, bei der Hitze, wir haben 32 Grad, muss man dazu sagen. Ich helfe mal hier vorne. Boah, 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 boah. So, da schauen wir mal, wie wir das überlappt kriegen. Oh ja. Schaut noch ein bisschen zu. So, mal auf Schwiegermutter warten. Sie guckt, dass das überlappt. So, ja, da könnt ihr den Fahrrang mal ein bisschen Arbeit sehen. Also das ist ja jetzt, das hier geht, das sowas kann ich machen, da kann ich mit beihelfen. Ist ja auch schon mal was, denke ich. Ja. Den Reis, und wenn es nur zwei Eimer sind, der ist klitschnass, der ist schwer. Okay. Ja, und wie ihr seht, wenn da ein Loch drin ist, ich hoffe, ihr könnt das sehen, dann wird das auch geflickt. Da wird nichts weggeschmissen. So, meine Lieben, ich zeige euch noch mal hier den Reis. Und wie gesagt,
wenn man den mit den Schüsseln hier schöpft. Der ist klitschnass, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Der sah obendrauf so trocken aus. Das war noch so ein Hügel, aber das ist eine ganz schöne Menge. Naja, in diesem Sinne wünsche ich euch was. Wow, jetzt geht's ab. Ja, ich bin wieder zurück auf meinem schönen Plätzchen. Prost. Mein lieber Schwan, sie kommt zurück. Ja, wie sie soll. Ich bin fix und alle. So, ich habe sie noch nicht mal weit genug weggemacht. Ich bin fix und alle. Mein Mann ist zurückgekommen, hat natürlich schon wieder was zu meckern mit dem Wasserversorgen da. Das sind knapp 9 Meter. Da ist nicht genug Druck drauf. Das tropft vor sich hin. Er meint, da muss dann noch eine hin. Na und, da machen wir halt noch eine hin. Der hat immer was zu meckern, der Kerl. Der geht mir heute so auf den Sack. Das gibt's gar nicht. Wer verheiratet ist, kennt das. Das ist üblich. Der Partner geht einem manchmal auf den Sack. Aber typisch. Ja, wenn es eine Frau ist, was geht der Mann dann? Ach ja. Schreibt's mir in die Kommentare. Geht mir dann auch auf den Sack. Egal. Oh, liebe Leute, ich habe ein Gesicht so rot. Ich habe das gerade im Video gesehen. Also, das war Anstrengung genug. Ist leider so. Ja, dafür bin ich auch schon in Rente. Ein bisschen früher wie gewohnt. Es geht nicht mehr so, wie man will. Ah, ich will ja nicht rumjammern. Ich freue mich jeden Tag. Es ist so wunderschön hier. Ich kann noch 3-mal mit euch ums Haus gehen und die Pflanzen zeigen. Ja, was haben wir noch an Kommentaren? Also manche, die könnten sich das wirklich sparen. Ich freue mich über gute, ehrliche, schöne Kommentare. Und dann gibt's welche, die gehen mir so auf den Sack wie mein Mann heute. Aber nichtsdestotrotz, ich mache meine Videos. Ihr wisst ja, abonniert den Kanal, wer Kanalmitglied ist. Ich habe nur ein Kanalmitglied. Schade. Ich glaube, ich muss mal irgendwas machen, dass ich vielleicht noch mehr bekomme. Ist aber auch egal. Ja, wir haben jetzt einiges an Pflanzen gekauft. Hat auch einiges gekostet. Wer interessiert ist an den Kosten, liebe Leute, schaut mal unten in die Infobox. Könnt ihr käuflich erwerben. Wie gesagt, umsonst ist der Tod und der kostet's Leben. Und wenn du jetzt nicht mal ruhig bist, danke. Der war eine Stunde weg, es war himmlische Ruhe. Der kommt zurück. Hier. Prost, sage ich nur. Der geht mir heute wirklich auf den Sack. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Macht's gut, ich mach's besser, ich mach mir meinen Spaß draus. Es ist schön bewölkt. Man kann was bosseln, man kann was machen, weil die Sonne nicht knallt, aber ich muss mich erstmal ein bisschen erholen. Ja, ich werde morgen nochmal berichten. Habe ich schon erwähnt? Ja, ich habe schon erwähnt. Wir fliegen ein paar Tage nach Nann in die Berge. Er möchte dort tanzen. Und wenn wir zurück oder auf dem Weg zurück, kann es sein, dass wir in Bangkok ein paar Tage bleiben. Ich möchte dort mal wieder auf den Markt gehen. Ja, einfach relaxen, ausspannen, was anderes sehen. Ich werde euch berichten. Bleibt dran. Abonniert den Kanal, wie gesagt. Wenn ihr wollt, könnt ihr Kanalmitglied werden. Ihr könnt die Kosten und Pläne von den beiden Häusern erwerben. Und vor allen Dingen, ihr könnt Haus Jasmin mieten. Hier gibt es wunderschöne Sachen zu sehen in der Gegend. Ich habe schon ein paar gezeigt. Schaut mal meine alten Videos. Da werdet ihr sehen, was hier alles los ist. Besser als
in Chiang Mai, besser als in Pattaya oder Phuket oder wo ihr auch hin wollt. Das ist alles Standard, das ist Touristenfalle. Hier ist noch das richtig ehrliche Dorfleben. In diesem Sinne, macht's gut für heute. Ciao, ciao. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch immer, was. Bis morgen. Den Kanal. Wer möchte, kann Kanalmitglied werden. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.